In der Kulturhauptstadt Weimar startet Powerpaket Chrissy früh in den Tag. Die Sonne ist noch gar nicht richtig aufgegangen, da sitzt sie schon im Fahrerhäuschen und steuert den ersten Auftraggeber des Tages an. Uiuiui. Na komm, Digga. Die Reifen sind durchgedreht, weil die Straße ein bisschen nass ist und ich habe keine Last auf der Achse. Das heißt, wir drehen ins Leere. Dennoch fährt ihr 450 PS Brummi ohne Fracht. Bisher transportierte Chrissy Pakete für die Post. Doch im Leben des Trucker-Babes hat sich einiges geändert. Als ich den Wechsel von der Post zu meinem jetzigen Arbeitgeber gemacht habe, es gab ein paar Auseinandersetzungen in der alten Firma. Ich und mein Lebensabschnittsgefährte, wir haben zusammen gekündigt quasi und zusammen angefangen. Da dieser Streit, sag ich mal, in der alten Firma uns beide betraf. Chrissy und ihr Verlobter gehen auch beruflich Hand in Hand. Chrissy lenkt den LKW tagsüber, Thomas nachts. Ein LKW, ein Team. Wer hupt? Hä? Hat er irgendwelche Anwendung? Wieso hupt er hier wie verrückt? Alter, ey, der hat doch echt. Und sie drehen wieder durch. Da hupt er hier rum, wie ihr blöder Klops ist. Aber den hat gar keiner ernst genommen. Ein Hubkonzert im Thüringer Land. Und dabei hat Chrissy die Autobahn noch gar nicht erreicht. Doch das Powerpaket bleibt gewohnt gelassen. Ich fahre jetzt ins Logistikzentrum. Da fahren wir ungefähr eine halbe, dreiviertel Stunde, je nachdem, wie der Verkehr jetzt noch weitergeht. Den letzten Streckenabschnitt legt Chrissy auf der A4 zurück. Die Autobahn hat Vorteile. Keine Ampeln mit wild hupenden Pkw-Fahrern. Ein Genuss für jedes Trucker-Babe. Meistens jedenfalls. So, Achtung. Los geht's. 1, 2, 3, 4. Alter, brauchst Sport-BH in der Straße hier. So, wir haben es gleich geschafft. Eins müssen wir noch. Endlich, der Kundenparkplatz naht. Wieso blink ich? Ich dumme Nuss. Nüsse gehören übrigens zur Kategorie Trockenware. Genau die Fracht, die das Trucker-Babe heute gut 160 Kilometer weit transportieren wird. Während die Kollegen von der Logistik ihren Truck beladen, bleiben Chrissy noch ein paar Minuten, bevor es weiter Richtung Westen geht. Wir fahren jetzt zwei Stunden, fahren wir jetzt so rüber nach Uder. Kommt drauf an, manchmal machst du ein bisschen Zeit gut oder auch nicht. Je nachdem, wie der Verkehr so ist. Da lade ich dann drüben ab, lade mein Leergut und dann fahre ich wieder zurück nach Neudietendorf und entlade. Ein einziges Hin und Her also. Sobald das Trucker-Babe in Neudietendorf abgeladen hat, übergibt sie den LKW an ihren zukünftigen. Wenn ich die Frühschicht fahre, bin ich meistens um 3 Uhr nachts am LKW, klatsch ab mit meinem Mann, fahre nach Hause und habe dort meine zwei Kinder. Gehe dann einkaufen mit den beiden. Scheiße. Ich bin an der Ausfahrt vorbeigefahren. Okay. Ich bin noch nie an Gotha vorbeigefahren. Kommt davon, wenn du träumst, immer. Bei steigender Streckenmonotonie sinkt die Aufmerksamkeit proportional. Mal eben wenden könnte auf der Autobahn schwierig werden. Ich möchte ja natürlich pünktlich sein, ich möchte zügig beim Kunden sein und ich möchte eigentlich keine Ausfahrt verpassen. Ja, das wurmt mich dann die ganze Zeit. Das beschäftigt mich dann, obwohl das total sinnlos ist, weil es einfach passiert. Genau, das passiert auch den besten Mal. Doch Powerpaket Chrissy hat hohe Ansprüche an sich selbst und will stets die bestmögliche Fahrleistung abliefern, im Gegensatz zu manch anderen. Na, du bleibst stehen, gell, du Vogel. Na, dann musst du jetzt stehen bleiben. Du bist der Heini, du bist so ein richtig bekloppter Typ, du. Aber Armeeklamotten an. Ach nee. Auch wenn sie eigentlich noch gut in der Zeit liegt, das Wendemanöver kostet die 26-Jährige Zeit und Nerven. Die anderen Verkehrsteilnehmer tragen nicht zur Verbesserung der Laune bei. Klar, sie hat dicke Spur, sag ich doch, bin halt blöde. Wusste ich's doch. Boah, halt doch die Fresse da hinten mit deinem Kipper. Du Dämmlack, ja. Scheiße noch das Neste, ey. Siehst du, wie bekloppte Menschen es gibt? Die sehen es ein auswärtiges Kennzeichen und hupen da wie blöde.
Na, du bist doch bekloppt im Schädel da hinten, ey. Bei allem Frust auf den Straßen Thüringens. Ein paar amüsante Momente bringt der Alltag eines Trucker-Babes doch. Hier heißt die Straße Sperberwiese, gell? Und alle sagen Spermawiese. Ich war hier schon mal, aber aus der Richtung kommt. Eigentlich komme ich immer von rechts. Ach ja, ich bin jetzt hinten rumgefahren. Okay. So, jetzt sind wir beim Kunden. An die Rampe fahren und erstmal abladen. Kommt der jetzt hier vorbei? Bisher verlief die Tour reibungslos. Beim Kunden kann sich das aber schneller ändern, als man Schramme sagen kann. Oder im thüringischen Landkreis Eichsfeld. Trucker-Babe Chrissy muss nur noch ein letztes Nadelöhr passieren, bevor sie ihre Fracht beim Kunden abliefern kann. Und wo sie schon mal da ist, nimmt sie auch gleich noch eine Rückladung an. Diesmal transportiert sie Leergut. Beim Abladen lief gerade hier in Uther alles prima. Also es ging recht schnell. Der Kunde hat seine Ware auch gleich entgegengenommen. Fazit, es lief super. Super geil. Läuft bei Chrissy. Seit kurzem fährt das Trucker-Babe für einen neuen Chef. Und hat damit auch neue und unbekannte Routen. Wollen Sie mich verarschen? Die wissen schon, was hier alles langfährt. Ihr habt doch schlecht geschissen. Ne, ey, wo die LKWs manchmal lang schicken, da fragt man sich wirklich. Das kann doch hier nicht richtig sein, oder? Alter! 5 Jahre lenkt Chrissy nun schon 40 Tonner quer durch Deutschland. Unangenehme Überraschungen gibt es trotz Routine immer wieder. Selbst das Navi scheint überfordert. Dabei will die 26-Jährige doch nur dahin zurück, wo sie hergekommen ist. Ich fahre jetzt zurück ins Logistikzentrum nach Neudietendorf. Das sind so 2, 2,5 Stunden von Uther. Dort heißt es dann Fahrerwechsel. Und das mit einem ganz besonderen Kollegen. Oh, mein Schatz ruft an. Gucken, was er will. Ja, hallo. Ja, hallo. Na? Und? Wie läuft's? Gut eigentlich. Ich war jetzt in Uther oben. Das ging recht zügig. Leergut hatten sie fast nicht. Oh, bin schon wieder auf dem Rückweg. Gut. Ich sag, kommst du pünktlich oder kommst du später? Also bis jetzt sieht's gut aus, dass ich recht pünktlich komme. Mhm. Aber ich sag dir gut, vielleicht alles. Nachher einfach noch mal kurz Bescheid. Gut, alles klar. Gut, mein Schatz. Dann, bis dann, lieb dich, fahr vorsichtig. Ich dich auch, bis dann. Ja, bis dann, na, ciao. Das war Chrissys Verlobter Thomas. Die romantische Stimmung findet aber schnell wieder ein abruptes Ende. Alter, rotzenblöder Hund. Ein rotzenblöder Hund, der Vogel. Fährt er raus und bleibt stehen. Und hinter uns im Verkehr ohne Ende. Fällt mir nicht mehr dazu ein. Auf dem harten Asphalt bleibt die Romantik eben schnell mal auf der Strecke. Eine Beziehung zu führen, sage ich mal, in 2-Schicht-System zwischen den beiden Partnern ist schwierig, ja. Wenn ich nach Hause komme, fährt er meistens los. So, und da haben wir den Samstag zum Beispiel zusammen. Da werden dann so Sachen erledigt wie zusammen einkaufen oder Sachen besorgen. Dann wird noch mit den Kindern getobt, gekuschelt. Sonntag ist sowieso nur für die Kinder da. Es ist schwierig, da ein Paar noch zu sein. Irgendwie bekommen es Chrissy und Thomas aber doch hin. Nicht zuletzt dank der Liebe zu Lastkraftwagen, die die beiden Thüringer seit vielen Jahren fest zusammenschweißt. Wir sind jetzt seit 10 Jahren zusammen und er hat mich ja auf den Geschmack gebracht mit dem LKW-Fahren. Als ich mit ihm mitgefahren bin und ihm ging es hundeelend und hat mich gebeten, ob ich Lust hätte, mal ein Stück auf dem Gelände zu fahren. So, dann habe ich es gemacht. Das ist total blöd, aber genau da habe ich gesagt, das ist mein Job hier. Seitdem kann sie sich ein Leben ohne LKW nicht mehr vorstellen, auch wenn der Verkehr mal nicht so fließt. Eine Form der Vollsperrung hasst Chrissy aber ganz besonders. An meinem Job mag ich überhaupt nicht dieses altmodische Denken. Das kann ich an meinem Job gar nicht leiden, diese Vorurteile, die man öfters sich anhören muss. Den schlimmsten Moment, den ich mal hatte, wo mich einer quasi konfrontiert hat, was das Thema Frauen und LKW angeht, das war ein älterer
Mann, sage ich mal, der ist richtig aus der Haut gefahren, als er mich gesehen hat. Und hat mit mir versucht zu diskutieren, warum ich LKW fahre. Das ist nicht für mich oder für Frauen. Und der hat dann wirklich darauf bestanden, dass ich quasi jetzt sofort den Schlüssel abgebe. Ich bin dann einfach irgendwann weggegangen, weil es macht ja keinen Sinn, mich darüber zu streiten, was ich in meinem Leben mache und was nicht. Frauen sind sowieso die besseren Autofahrer. Sagt zumindest die Statistik. Natürlich wäre es Leben einfacher, wenn ich mehr Titten zeige oder was. Das Einzige, was ich hin und wieder mache, ist, manche Männer gerne in Verlegenheit bringen. Wenn die dir dann in die Augen gucken, weil sie dir irgendwas erklären und ich ganz viel mit den Augen so klimpern tue, dann müssen die immer lachen und kommen aus dem Gespräch raus. Während sich das Trucker-Babe durch die Straßen im schönen Thüringen schlängelt, meldet sich der kleine Hunger. Jetzt erstmal was essen. Schon seit 3 Uhr wach und hab noch nicht gegessen. Mal gucken, machen wir nachher noch mal schnell die Pause. Jetzt tut's erstmal hörnisch. Auch ein Trucker-Babe muss hin und wieder Energie tanken. Sonst pfeift selbst der beste Asphaltprofi irgendwann auf dem letzten Zylinder. Frisch gestärkt geht's für Chrissy weiter Richtung Neudietendorf. My money. Das ist mein alter Money. Da haben wir es wieder, siehst du? Immer wenn ich ihn sehe. Jetzt habe ich wieder Sehnsucht. Die alten Zeiten her. Also einerseits erwische ich mich dabei, dass ich quasi manchmal nach ihm suche. Das ist eigentlich totaler Quatsch, weil es ist ja halt eben nur ein LKW, gell? Aber ich habe so viel Zeit mit dem Fahrzeug verbracht und in der Zeit ist auch so viel passiert. Bevor sie den Job und damit auch den LKW gewechselt hat, waren Chrissy und LKW Money 3 Jahre lang ein Herz und eine Seele. Die Straße, ey. Ne, wann die mal wieder neu machen? Oder überhaupt mal neu machen? Und da sind wir schon. Die Abladestation hat Chrissy zwar pünktlich erreicht, doch wie es aussieht, wird sie aufs Abladen warten müssen. Chrissys Ablauf darf sich aber nicht verzögern, sonst kommt sie zu spät zur LKW-Übergabe mit ihrem Verlobten Thomas. In Neudietendorf hat Chrissy Glück gehabt. Das Abladen des Leerguts verlief nach Plan. So kann auch ihr Verlobter Thomas pünktlich seine Schicht starten. Ich fahre jetzt wieder zurück nach Weimar, nach Hause. Ich denke, dort wird dann mein Mann auch angetrudelt kommen. Der den LKW übernimmt. Dann quatschen wir noch mal kurz. Zeitlich bin ich ja noch gut dran und dann mache ich Feierabend. Gehe nach Hause zu meinem Mädchen. Thomas schiebt die Nachtschicht. Chrissy darf bei Licht fahren. Doch die Helligkeit des Tages bringt manchmal ungeahnte Nachteile mit sich. Du fährst kilometerlang über irgendwelche Käfer. So, du musst ganz dringend auf die Toilette Pipi machen. Als Mann kein Thema. Bushaltestelle, kurz auf die Wiese, ans Gebüsch ran, Lulli raus, pullern, wertsch. So, bei einer Frau ist es so, ich kann mich ja schlecht an die Bushaltestelle setzen und Pipi machen. Ich muss da schon mal gucken, dass ich eine ordentliche Stelle finde. Aber die gibt es nirgends. Immer wieder findet das Trucker-Babe Investitionspotenzial auf deutschen Straßen. Und die richtigen Ansprechpartner sind auch schon da. Das sind die einzigen Männer, die das schaffen, die BAG, gell? Mir weiche Knie zu machen. Von jetzt auf gleich. Ohne dass die was sagen. Wer hätte gedacht, dass das Bundesamt für Güterverkehr solche Gefühle auslösen kann? Ich habe so einen Respekt vor der BAG, weil die immer was finden, wenn sie was finden möchten. So, wenn du Pech hast und der Beamte hat vielleicht nicht ganz so einen guten Tag, dann hast du wahrscheinlich die Arschkarte. Heute ziehen die Beamten ihrer Wege und Chrissy kann sich wieder auf das Wesentliche freuen. Wenn ich jetzt gleich in Weimar bin, da ist immer davor schon so ein Kribbeln, wo ich mir denke, ach, gleich sehe ich ihn kurz und dann reden wir. Also wir sind zwar schon 10 Jahre zusammen, gell? Aber trotz alledem freue ich mich immer auf ihn. Immer. Auch wenn wir mal Streit haben. Zu Hause ist es selber in Grün. Wenn ich nach Hause komme, dann freue ich mich unten schon, wenn meine Tochter oben vom Fenster aus schreit oder mir entgegengerannt kommt. Das ist so toll, wenn du nach Hause kommst und es wartet jemand sehnsüchtig auf dich. Das geilste Gefühl, was es gibt. Und für Powerpaket Chrissy gibt's die Muttergefühle auch gleich im Doppelpack. Meine große Tochter, die wird im Juli nächstes Jahr 5.
Das ist ein richtiger Strahlemann eigentlich. Ein kleiner Clown, ein bisschen wie Papa. Und die liebt unheimlich Pferde. Das war meine Schwäche als Kind auch. Deswegen unterstütze ich sie in dem Punkt sehr gerne. Und meine Kleine ist eher so, ich sage mal, mein Hausdrache. Also die weiß wie ich. Wenn sie was will, dann kriegt die das auch. Also die kämpft dann auch dafür, gell? Chrissy ist eben nicht nur Vollblut-Truckerin, sondern auch Vollblut-Mama. Bevor die Thüringerin ihre Kinder wieder in die Arme schließen kann, muss sie noch an ihrem Lieblingsschlagloch vorbei. Gleich kommt mein Schlagloch, was ich damals immer gehasst habe. Ich hab's so verflucht, ich konnte die Strecke nicht mehr sehen, ey. Jetzt fehlt mir selbst das Schlagloch. Ich fahr sogar gerne jetzt durch. Ups, das war's. Das Schlagloch rüttelt nicht nur Chrissy durch, sondern bringt auch liebgewonnene Erinnerungen an den alten Arbeitgeber ans Tageslicht. Ich sehe es schon. Da. Hier bin ich früher viel gefahren oder immer gefahren. Am liebsten würde ich jetzt, wenn ich das so sehe, einmal rechts blinken, kurz mal reinfahren, mal allen kurz Hallo sagen. Die mir echt fehlen. Wir sind viele so ans Herz gewachsen, ey. Ist eigentlich ulkig, gell? Ist eine Arbeitsstätte im Endeffekt, scheiß drauf, aber ich fahre hier manchmal gerne lang. Wenn du das richtige Lied dann noch anhast, so ein bisschen an alte Zeiten denken. Die schönste Zeit meines Lebens. Das klingt jetzt aber viel zu endgültig. Schließlich ist Trucker Babe Chrissy erst Mitte 20. Da kommen sicher noch ganz viele schöne Zeiten im Leben. Eine schöne Begegnung naht jetzt schon. Und zwar die mit Thomas, Chrissys Verlobtem. Das Power-Paket ist gleich am Ende seiner Tagesschicht angelangt, was auch bedeutet, Thomas übernimmt jetzt den Gemeinschaftsbrummi für die Nachtschicht. Bevor die Übergabe des Zündschlüssels stattfindet, legt das Trucker-Paar aber immer noch großen Wert auf ein paar ausgewählte, private Momente. So, von dort kommt er angelatscht, mein Mann. Ja? Ja? So, alles gut? War eigentlich ganz gut heute. Nee, gut. Gut, Kinder sind auch ruhig. Gut. So, LKW ist alles gut, eigentlich. Okay, alles klar. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Die Verabschiedung bleibt kurz, denn jetzt heißt es für Thomas, der Asphalt ruft. Auch wenn Chrissy ein wenig wehmütig zurückbleibt, freut sie sich doch auf zu Hause.